Anfang Juli 2020 besuchten wir Peter Kumpelka in Wien, um uns mit ihm über seine musikalische Tätigkeit zu unterhalten. Kumpelkas Wohnung ist sein künstlerischer Lebensraum, eine Projektion seines Geistes, ein Kosmos, ein Gesamtkunstwerk. Seine Sammlung ist sein Lebenswerk. Kumpelka lebt buchstäblich in seiner Sammlung, die eine riesige und einzigartige Zusammenstellung von Objekten verschiedener Epochen und Kulturen, von Musikinstrumenten und Büchern ist. Diese Zusammenstellung folgt keinem musealen Prinzip. Kumpelka spricht eher von kulturellem Schutt, mit dem man kreativ umgehen soll. Bei Kumpelka merkt man keinen Unterschied zwischen Kunst, Wissenschaft und Alltagsleben. Seine Sammlung ist ein Theater an sich. Von jedem Objekt kennt er Geschichten und Hintergründe, auch die kuriosesten. Alle Verbindungen zwischen den Objekten entstehen assoziativ direkt in seinem Gehirn und in seinem Herzen. Kumpelka ist ein hellwacher Geist mit einer unendlichen Wissbegierde. Das Treffen mit ihm ist wahrlich eine Begegnung mit einem bemerkenswerten Menschen gewesen, im Sinne von Gurdjieff, un homme extraordinaire. Es war Hermann Nitsch, der uns empfahl, die Arbeit von Peter Kumpelka zu entdecken. Immer wieder erwähnt Nitsch seinen Freund Kumpelka mit Hochachtung. Kumpelka ist ein großer Mann, pflegt er zu sagen. In der Tat ist Kumpelka ein ganz großer Künstler und Denker. Letztendlich sind ausgerechnet die Künstler immer die wertesten und kühnsten Denker gewesen. Und die großen Philosophen wiederum waren fast immer Künstlernaturen. Die Philosophie ist nicht nur eine Arbeit mit Begriffen, sondern auch Pathos und Sinnlichkeit und Praktik. Es kann keine andere Theorie als die Theorie der Praxis geben. Das Denken ist ein existenzielles Abenteuer und ist Teil der Physiologie, durch die Physiologie bedingt. Kumpelka ist ein Philosoph-Artist, um eine Parole von Jean-Noël Voirné zu benutzen. Ein Künstlerphilosoph, eine Persönlichkeit, die sich nicht leicht kategorisieren und einordnen lässt. Kumpelka sagt, dass er durch den Tonfilm zu denken gelernt hat. Unwillkürlich ist er dann zu einem Ethnologen, einem Kulturanthropologen, zu einem Forscher des Bewusstseins geworden. Seine philosophischen Ausführungen sind immer anthropologischer, sogar kosmogonischer Natur. Sie versuchen, zum Ursprung zu führen, zum Ursprung der Kunst, zum Ursprung des Menschen, zum Ursprung des großen Ganzen. Nach seinem Erfolg als experimenteller Filmemacher in den 60er Jahren, vor allem in den Vereinigten Staaten, begann Kumpelka systematisch ein Entspezialisierungsprogramm bzw. eine Reedukation von sich selbst, indem er die Wünsche seines Herzens folgte. Er wollte nicht bloß ein Filmemacher sein. So fing er an, sich für viele andere Dinge zu interessieren. Er beschäftigte sich intensiver mit Musik, mit Architektur, mit Ethnologie, Archäologie, mit alten Sprachen und nicht zuletzt mit dem Kochen als Kunstgattung. Beinahe zufällig wurde er also immer mehr zu einem Vortragskünstler. Seine Vorträge sind ein Theater der Tatsachen. Sie sind eine Inszenierung des Wissens. Ausgangspunkt seiner Überlegungen sind immer Substanzen, Objekten, meistens prähistorisch oder von Naturvölkern.
mit denen er vor dem Publikum hantiert. Die Grundlage seines Denkens, das auch sehr ins Abstrakte gehen kann, ist doch immer das Haptische, das Taktile. Eigentlich nur so hat das Philosophieren eine Legitimierung und ist echt. Wenn man Philosophie studiert, hat man noch nicht philosophisch gelebt. Kubelka ist ein Mann von sehr großem Wissen, aber es geht bei ihm um ein gelebtes, wahrhaftes Wissen, ein Wissen, das nicht nur von Büchern und akademischer Bildung kommt, sondern von einem inneren Drang, von der Lebenserfahrung, namentlich von sinnlichen Erfahrungen. Seine Bildung ist unvergleichbar mit der vieler sogenannten Spezialisten mit Scheuklappen. Mit ihm gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen einem Vortrag und einer Unterhaltung am Küchentisch. Er ist immer derselbe. Er beweist seine Kunst und sein Wissen mit seinem Leben selbst. Mit Kubelka ist es ständig ein Fest des Wissens. Während wir mit ihm sprachen, ist es uns plötzlich wieder bewusst geworden, dass auf Italienisch Wissen, Sapere und Geschmack, Sapore, etymologisch eng verwandt sind. Vergangenheit, die wir sozusagen, was wir schon begriffen haben, dass es sich um kulturelles Erbe handelt. Nicht? Das ist schon dieser Begriff, den gibt es ja noch nicht lange, aber den gibt es. Das erscheint in Form von Schutt, also vom Abfall. Ja? Es gibt zum Beispiel den Terminus Fossil. Yeah. Ja? In der Archäologie. Ein Fossil ist das, was man in der Fossa findet, im Graben. Die Fossa war der Abfallort, wo man hingeschmissen hat. Nicht? Also das Wunderbare ist, dass dieses Erbe alles weggeworfen war. Ja? Und dann eben auch ausgegraben wird oder gesammelt oder gefunden. Und die übliche Art, wie die Museen mit Gegenständen aus der Geschichte umgehen, ist, dass man sie als wertvolles Gut bezeichnet, als Schatz. Ja? Und das ist ein natürlich ganz langweiliges Prinzip und aus dem lernt man wenig. Ja? Aus dieser Anbetung ist wirklich die richtige Konsequenz, dass man sich vor die Mona Lisa hinstellt und ein Selfie macht. Nicht? Dafür ist sowas da. Ne? Und dieser Einstellung folgen fast alle Museen der Welt. In Paris gab es eine Ausnahme, das war das Musée de l'Homme und das wurde geschlossen, aufgelöst, die Sachen wurden in dieses ganz blöde neue Museum am Quai d'Orsay, ist das? Nein, es ist das neue Archäologie-Museum, dort ist das jetzt und es ist kaputt. Nun, ich habe gewählt für die Form meines Museums den Ausdruck kultureller Schutt. Ja, ich habe es in Form, das ist Schutt, ja. Also mit gewisser Ordnung hier noch, wenn Sie drinnen werden Sie sehen, da habe ich absichtlich eine große Fläche, einen Tisch, wo dieses Prinzip des Schutts gut sichtbar ist. Und das ist eben auch ein fruchtbares Prinzip, ja? Wo der Besucher selber von Ding zu Ding sich bewegen kann, von Interesse zu Interesse und dann selber entdeckt,
worum es sich handelt. Ja? Da zum Beispiel um eine Ahnenreihe des Prinzips, dass jeder Hohlraum der Bauch eines Tieres ist. Ja, da sehen Sie, warten Sie, ich muss da etwas niederstellen. So. Eine Abschweifung. Ja, das wird jetzt noch verkauft. Gibt es in Paris. Das ist für Obers, Sahne. Mhm. Und das wird, dann hat hier die Kuh, ist eine Kuh, die ja die Sahne produziert hat. Die Sahne ist weiß. Und die hat eine Öffnung und man kann nun, indem man sie hier, der Schwanz wird zum Henkel, gießt man sie, die Sahne ist obers in den Kaffee. Ja, eine wunderbare, evolutionär entstandene Form, ja, die auch Verehrung und Pragmatik vereint. Ja. Nun gut, das ist wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert und wurde in Frankreich weiter gemacht. Jetzt gehe ich zurück. Ja, das ist mein Ältestes. Das ist Palästina 5000 vor. Ja, genau das Gleiche. Ja, ein Hohlraum. Man kann, also früher waren die Assoziationsbreite war größer. Es ist schon eine Kuh. Ja. Die kann man anfüllen und hier gießt man aus. Ja. 7000 Jahre alt. Ja. Also Frühzeit der Töpferei. Hier ist ein etwas späteres, das steht hier falsch. Genau das Gleiche. Ja. Das trägt schon dieses Augenmotiv. Also das ist das verbreitetste Symbol der Menschheit. Das gibt es vom Eskimo bis Pygmäen. Sehen Sie? Ich habe das auch in vielen Abteilungen, kommt das immer wieder vor. Und das ist diese Erkenntnis, das ist Auge, Sehen natürlich, Sonne, Licht, Leben, ja, und Segen. Also das braucht man. Ja. Und das ist dieser Kreis mit einem Zentrum. Und das finden Sie in jeder frühen, auf der ganzen Erde, in der frühen Kultur. Da haben Sie eins aus Afghanistan. Da sind die Augen verteilt am ganzen Körper, sehen Sie? Und auch wieder das hohle Tier, ja? Das ist eine Öllampe. Das ist ein Beispiel aus wunderschön aus Afrika. Da ist die Raumgewinnung nicht Töpferei, sondern Flechtwerk. Und das ist viel älter. Das ist die, also unter Raumgewinnung verstehe ich das Domestizieren eines brauchbaren Raumes, also eine Tasche. Und das kommt die hohle Hand, ja, aber die kann man nicht immer so halten. Ne? Also evolutionär, das Känguru hat die Tasche, nicht? Primaten oder die Schimpansen vor allem haben diese Lippentasche, die transportieren in der Lippe. Es geht um Transport. Um das Verändern des Ortes von eines Objektes. Und da haben Sie natürlich sofort kenntlich, das ist ein Geflügel, ne, das ist eine Ente oder was, aber auch das Innere ist der Behälter, der Kopf ist der, ne, und drinnen sind Kaurimuscheln, also es ist eine Schatzkiste, eine Bank, ja, sicher 15.000 Jahre alt, das Konzept, nicht dieses Stück. Ja? Aber das Stück hat natürlich, wie soll man sagen, in der Ethnologie gibt es ja immer zwei Ebenen. Nicht? Eine Ebene ist die historische Ebene, das heißt, wenn jemand in der Steinzeit lebt, jetzt in Australien, und der macht mir etwas, dann habe ich ein Steinzeitobjekt. Ja? Das braucht nur zwei Tage alt sein. Und das andere ist ein gefundener Stein, der wirklich vor 600.000 Jahren benutzt worden ist. Also, aber diese beiden Ebenen, das Wichtigere ist die kulturelle Ebene, ja, des Herstellers.
Gut, das ist also wieder. Dann haben wir hier neuere Dinge, ja. Der Schwan als Salzfass, ja. Die Schildkröte als Tropfenbehälter, das ist chinesisch, ja. Eingang, Ausgang, ja, ganz schmal, aber ist vorhanden. Ein Tropfgefäß, ein mexikanischer Stier natürlich, der aber für Schnaps, das war Tequila da drinnen, ne? Den kann man trinken. Dann gibt es, dann geht es in die Abstraktion und da wird es eben sehr interessant, weil jetzt wissen Sie, dass das der Bauch ist von einem Tier. Wenn Sie es nur so als erstes gesehen hätten, sagen Sie, na gut, das ist ein Sahneausguss. Ne? Aber hinter allen diesen scheinbar neu erfundenen, schönen Formen steht eine Ahnenreihe, ich sage es gleich, bis zum Big Bang. Alles geht auf da zurück. Ja? Und wird halt dann irgendwann einmal dunkel. Aber hier, und ein weiteres Stück sehen Sie hier, wo das nicht mehr sofort erkennbar ist, dass es sich um ein Tier handelt, ja? Weil der Schwanz ist da zur Seite gerückt, aus pragmatischen Gründen, kann ich leichter halten. Ja? Und es hat keine Beine mehr, aber interessanterweise der Halsausgang ähnelt noch immer dem einer Kuh. Ja, ist etwas erweitert und das ist für, wie man weiß, ist für Kranke, um Dinge einzuflößen. Ja? Also die Kuh hat sich hier praktisch, aus praktischen Gründen etwas verändert, aber das ist immer noch die Kuh. Ja? Und wenn man es einmal verstanden hat, dann geht das, Sie werden sehen, wenn Sie dann jetzt Gegenstände sehen, das funktioniert dann, da kann man nicht mehr zurück. Man sieht dann durch. Da haben Sie noch ein paar, das ist lange, also eine Öllampe, römisch, die wiederum Eingang, Bauch, Hals und Ausgang. Und die ist unter Wasser gelegen und ist also, hat sich in ein archäologisches Fossil verwandelt. Zeigt also ein reales Alter. Und hier sehen Sie dasselbe neu aus Catania, Touristenkitsch, ja, wo dann Erotik, immer, also in Italien wird immer Klassik, Kitsch, Erotik ist immer Hand in Hand. Ja. Und das kann man jetzt kaufen in Catania. Und das ist auch mit, verkleidet mit Asche, mit vulkanischer Asche. Mhm. Ja. Und Eingang, Ausgang. Und noch steht hier drauf Italy. Ne? Also es ist auch noch ein Bild vom ausbrechenden Ätna. Ja. Also was steht Ätna? Es ist Ätna, natürlich. Ja. Also das wiederum geht zurück auf die assyrischen Middle East Reliefs, die mit Schrift auch überdeckt sind. Nicht? Also die Information, man ist da nicht kleinlich. Alles, was geht, wird gemacht. Ja? Und darum ist das jetzt, das ist ein Kitschobjekt um 1,50 € oder so, gehört zu meinen kostbarsten Sachen, weil es, das ist so die, sozusagen die Krönung dieser Ahnenreihe. Ja? Und das finden Sie überall. Also es gibt keine Wertung nach Geldwert oder Rarität oder Kunst, sondern nach Aussage. Ja? Die Dinge sind bei, das sind Verehrungsdinge wie die Kaiserin Sissi, ein masturbierender Mexikaner, das Jesuskind mit dem Weltapfel in der Hand, Adolf Hitler. Das ist ein sehr, sehr interessantes Stück, wo Sie auch das Prinzip sehen, das war ein, in der frühen Nazizeit ein Bierglas. Ja, das haben die jetzt in treu deutscher Gesinnung
mit Kunststoff damaligem in eine Birke verwandelt. Ja, die Birke, das Symbol der deutschen Reinheit. Und, ja. Dann kommt das Bild vom Herrn Hitler und jetzt konnte man, also das ist parallel zur christlichen Reliquientradition. Man konnte jetzt mit dem Herrn Hitler sein Bier trinken, nicht? Also der Hitler hat einem das Bier geschenkt, ja? Dann kam der Kriegsverlust, ja? Und jetzt waren das natürlich alte Nazi, die wollten das nicht wegschmeißen. Und jetzt haben sie es verkratzt. Sie haben es verkratzt, damit man sagen kann, wir sind ja keine Nazi, wir haben das ja eh zerstört. Nicht? Handlungen dieser Art finden Sie im alten Ägypten. Da gab es eine Pharaonin Hatschepsut, ja, die dann gestürzt wurde. Und dann wurden alle Statuen mit ihrem Gesicht abgekratzt und so. Und das haben Sie hier noch 1945. Nicht? Das ist genau datierbar aus dem Grund. Ja, denn die Leute mussten gewärtig sein, dass man ihre Nazi-Reliquien findet. Nicht? Und dann waren sie irgendwie, haben sie nicht gewusst, was dann passiert. Ne? Und da gibt es die lustigsten Versuche, das weiter zu behalten. Nicht? Und auch unzählige Toiletten sind verstopft gewesen, weil die im letzten Augenblick Mein Kampf hineingestopft haben. Und dann hat es keinen Abfluss mehr gegeben. und das ist hier alles, also bei mir in derselben, ist eine ganz ähnliche Kategorie. Der nachdenkliche Jesus in der berühmten Stellung: Ich saß auf einem Steine und dachte Bein mit Beine, drauf hatte ich den Ellenbogen und hatte in meine Hand gesmogen, das Kinn und auch meine Wange. Da haben Sie hier diese Stellung, dass man also diese Luxusstellung, ja, dass man den Kopf stützt auf die eigene Hand und nachdenkt. Ja, das ist der Jesus. Das ist ein Affe, der Mensch, vermenschlichter Affe, der sein erregiertes Glied herzeigt oder so. Das ist eine Eskimo, wie man es bezeichnen will, eine imaginäre Hexe oder was, die scheißt, während sie fliegt. Ja. Es kommt auch in der Sammlung natürlich heraus, dass unsere Haltung zum Sex eine völlig verpatzte und zerstörte ist durch diese Religionen wie Judentum, Muslim und Christentum. Nicht? Die haben den Sex also verteufelt und kaputt gemacht. Und das war früher nicht. Ja? Die Mexikaner haben also ich meine, da ist ein sitzender, masturbierender Mensch, ja? Das ist genau abgebildet hier. Und das war jetzt nicht etwas Heimliches, Obszönes, das hat man verwendet, auch als Trinkgefäß. Ja. Naturalia non sunt turpia heißt es, nicht? Aber das ist ein Problem unserer Zeit. So diese ganze Epstein-Geschichte und so beruht ja nur auf dieser Tatsache, ja, dass das alles so verboten ist. Bei den Eskimo war bis zur Geschlechtsreife völlig freier Geschlechtsgebrauch und Sex erlaubt. Ja? Erst bis die Frauen schwanger werden konnten, dann war es ganz streng, dann musste man bei dem Mann bleiben, mit dem man die Kinder kriegt, die musste man aufziehen. Und vorher war es halt was eine Belustigung, eine Werbung für spätere Kinderzüchtung. Ja? Und dann wurde das Ganze eben vereinheitlicht, abstrahiert und führte zu dieser entsetzlichen, diesem neuen Konzept, dass also wenn man
jemand am Hintern greift, ist das so arg, wie wenn man ihn umbringt mit Messer. Ne? Das ist, kriegt dieselbe Strafe jetzt. Ja? Die Leute müssen sich umbringen, damit sie lebenslangen Haftstrafen entkommen. Ja? Womit ich natürlich nicht jetzt für Gewalttaten bin. Ja? Aber es käme ja gar nicht dazu, wenn das nicht so verteufelt wäre. Ja? Sondern im alten Griechenland war Homosexualität zwischen älteren und jüngeren Burschen eine ganz völlig normale Sache. Man musste nicht, aber wenn man das betrieben hat, so war das halt auch normal. Ne? Musste auch niemand mittun. Es ist so. Ja, da gibt es noch viele Sachen, aber wir müssen ja zur Musik. So Hermann Nitsch über Peter Kubelka. Zu Peter Kubelka hatte ich nie eine libidinöse Beziehung. Er ist ein lieber Freund. Mittlerweile sind wir herzlich befreundet. Er war und ist mein Lehrer. Durch ihn kam fast die gesamte Außenwelt sprechend auf mich zu. Keiner wie er hatte ein so inniges Verhältnis zur Außenwelt. Tief und bedingungslos. Er repräsentierte sie. Er registrierte die Außenwelt und setzte sie in sensibelstes Leben um. Ich lernte nie einen Menschen kennen, der so zu Hause war in der Welt. Es war eine Freude, mit Kubelka über das Sich-Ereignen der Menschen, über Charaktere, über Naturbereiche, über Essen und Trinken oder über Kunst und das Hiersein zu sprechen. Er war extrem außenweltorientiert, er war extrovertiert, er vermochte sie zu analysieren und besprach sie mit mir. Ich lernte ihn 1960. Nach meiner ersten Ausstellung in Wien kennen. Er war damals eigentlich schon berühmt und in Avantgardenkreisen hochgeschätzt wegen seiner richtungsweisenden Filmkunst. 1960 sah ich auch seine Filme. Ich war zutiefst betroffen. Hier ereignete sich eine hermetische Kunst, die nur mit Mallarmé, Malevich oder Webern zu vergleichen war. Wieder spreche ich von der Außenwelt. Diese wurde verdichtet, höchster Abstraktion unterworfen. Sie bot sich in diesen kurzen Filmstreifen konzentriert, gesintert. Ein Fermentationsprozess ereignete sich. Fruchtzucker wurde zu Wein, Wasser zu Wein, Blütenstab zu Honig. All das sensible Schauen, Schmecken, Riechen, Hören und Tasten von Kubelka drang ein in die Formgewalt dieser knappen Filme. Ich konnte damals noch nicht abschätzen, welche hohe Bedeutung die Filmkunst von Kubelka für die Entwicklung des strukturierten Films, für die Videokunst bis zu den neuen Medien hat. Wir lernten uns immer besser kennen.
Ich denke noch gerne an jenen ersten wunderbaren langen Abend im Gütweiger Stiftskeller, an dem wir uns kennenlernten und uns mit Wein vollpumpten. Wir sahen, dass wir uns verstanden. Welch ein Mensch saß mir gegenüber. Keine Spur von verlogenem Intellektualismus, kein Trend- und Modedenken, Ablehnung der Tagespolitik, kein falsches Einsetzen der Moral. Demgegenüber stand eine unideologische, jeden Augenblick sich zeigende Lebensbejahung, die gewohnt war, Kunst genießend und analysierend zu registrieren. Es gab kaum Problemkreise, wo wir uns nicht berührten. Er hatte einen untrüglichen Instinkt für das Wesentliche und die Wahrheit des Ereignisses. Seichtheit und Banalität durchschaute er sofort. Wir genossen unser gegenseitiges Verständnis. Zu Speisen und Weinen hatte er einen besonderen Zugang. Sein Schmecken der Vielfalt der Weine auf Zunge und Gaumen war ein Erlebnis. Nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Er mochte nur naturreine, unfiltrierte, einfach vergorene Weine. Von den Speisen liebte er das Einfache und dadurch Essentielle, das aus der jeweiligen Kultur des Landes kam. Er hatte bereits damals ein buchstäbliches, philosophisches Verhältnis zu Essen und Trinken. Nicht nur, dass er viele Länder bereist hatte, er vermochte immer zu den besten Weinen und den besten Speisen der jeweiligen Kultur durchdringen. Modeküchen und Diätküchen verachtete er. Er hatte eine untrügliche Fähigkeit dafür, ohne sich im geringsten touristischer Hinweise zu bedienen, die besten Wirtshäuser zu finden. Feierte Kubelka in seinem Freundeskreis die Feste, so zog seine Begeisterung für das Einzuverleibende alle mit. Für mich hat sinnliche Intensität und Sensibilität nichts Vulgäres und steht nicht im Gegensatz zum Geist. Sinnlichkeit wird über das Bewusstsein ausgetragen. Das Kulinarische ist eine Angelegenheit der Kultur, die Kunst mit eingeschlossen. Sie fällt ebenfalls in den Bereich des Kulinarischen. Die Filmkunst und die Liebe zum Musizieren trifft sich bei Kubelka im Schmecken, das er zu vergeistigen vermag wie keiner. Peter Kubelka, 1934 in Wien geborener Sohn eines Musikers, zeitweise Zögling der Sängerknaben, wuchs bei den Großeltern im Innviertel auf. Bei der Großmutter, erinnert sich Kubelkas Mutter, erlernte er die ersten Handgriffe des Kochens. Da hat sie mal einen Schweinsbraten gemacht. Nicht? Und wir haben noch die alten Herde gehabt, wo man sich runterbuckt zum Rohr, nicht? Und abgießen, nicht? Übergießen. So. Und das hat sie einmal gemacht. Und der Peter kommt hin und sagt, Oma, wie machst du denn das? Und meine Mutter schaut hinauf und schaut ihn böse an und sagt, Braten halt! Credito sine macula et opera.
sammle auch viele Dinge, die ich nicht erklären kann. Ja? Hier haben Sie zum Beispiel Schutt. Das ist kultureller Schutt. Aber verdichtet. Ja, der Sand ist weggeschaufelt und es ist ein Fund neben dem anderen und bildet halt wieder einen Schutthaufen. Und deswegen, jetzt sind wir bei der Beantwortung Ihrer Frage, gibt es keine Liste der Objekte, weil ich das gar nicht will, dass man eine Summe von einzelnen Gegenständen sieht. Ja? Sondern da liegen Dinge beieinander und dann schaut man, was liegt denn da daneben? Ne? Und dann kommt man zum Denken. Ja, ich könnte so ein bisschen schauen noch, damit man weiß, wo man ist. Also man darf ja nie die Augen zumachen. Heute mehr weiß über die Musik, als ich natürlich früher gewusst habe und auch mehr weiß als das, was ich von meinen verehrten Lehrern also mitbekommen habe, weil die Musik eben hier von so ganz nahe gesehen wird, von der Praxis her, von den heute existierenden Erscheinungen und mich interessiert, und da kann ich Ihnen heute vielleicht etwas mitgeben, was Sie woanders nicht finden. Ich bin in der Betrachtung und im Denken über die Musik immer weiter zurückgegangen. Ja, mich interessiert, wie ist das überhaupt entstanden? Was ist denn das? Ja. Vorher war schon, also mein Vater war Musiker. Ja. Mein Vater war Geiger. Ja. Und also kurz über meinen Vater. Mein Vater wollte eigentlich gar nicht Musiker werden, er wollte Architekt werden. Er ist 1903 im heutigen Rumänien geboren, von ungarisch-jüdischen Vorfahren, und wollte, und sein Vater, also sein Großvater, mein Urgroßvater war Arzt und auch Musiker schon. Also Musik ist in meiner Familie schon über Generationen. Mein Vater hat zwei Weltkriege mitgemacht und wurde von den Kriegen also zumindest schwer beschädigt in jeder Weise. Er konnte auch dann die Musik, von der er leben musste, nicht so ausüben, wie es ihm vorgeschwebt hat. Und er hatte für mich also vor allem die Angst, dass ich mich im täglichen Leben nicht werde durchsetzen können, und deshalb war er kein Freund meines künstlerischen Interesses, das sehr früh entstanden ist, wie er richtig vermutete, aus dem Unvermögen
ein normales, pragmatisches Leben zu führen. Das war mir von klein an nicht möglich. Ja. Ich wurde eben bezeichnet als Träumer oder so. Ne? Aber ich hatte durch meinen Vater eine sehr frühe Begegnung mit guter und ernster Musik. Wie Hitler an die Macht kam, rief er alle Auslandsösterreicher, die, also unter anderem Musiker, nach Österreich zurück und versprach ihnen Anstellung und Posten und so. Mein Vater kam zurück, vorher sind wir sehr viel gereist und er bekam dann im neu gegründeten Bruckner Orchester, das war von den Nazis gegründet, Hitler wollte ja Linz zur Kulturhauptstadt machen. Übrigens, Hitler war eben auch ein Träumer, der eigentlich nicht geeignet war für die Verwirklichung seiner Ideen. Mein Vater hat dann ein Probespiel gewonnen und war dann sogar als Konzertmeister vorgesehen, spielte Violine und begann dort zu spielen und wir bekamen eine Wohnung in einer Nazisiedlung mein erstes Sinfoniekonzert war Bruckners 8. Es war mein erstes Sinfoniekonzert und ein Erlebnis, wie ich es vorher nie hatte. Und mein Vater hat mitgespielt, noch dazu. Und das hat mich also zutiefst beeindruckt. Und ich habe dann daraufhin angefangen, auch zu komponieren. Ich hatte unter Förderung meines Vaters Violine und Klavier begonnen zu lernen. Allerdings, die Förderung meines Vaters war sehr kurz, weil er es nicht ausgehalten hat, wie ich geübt habe. Und er hat dann gesagt, nein, es ist schon genug. Und war kein gutes Verständnis da zwischen uns. Ne? Und dann, als mein Vater nicht zur Partei ging, weil er nicht konnte, weil er jüdische Mutter hatte, was aber verheimlicht werden konnte, weil sie einen Taufschein hatte aus Rumänien. Und die waren assimilierte Juden schon seit Generationen. Und diesen Taufschein, der wurde akzeptiert, aber zur Partei konnte er nicht gehen natürlich. Er wollte auch nicht. Wurde er sofort entlassen und ins Militär gesteckt und hat dann den ganzen Zweiten Weltkrieg als gewöhnlich Soldat mitmachen müssen und kam also sehr zerstört zurück. Er hat es überlebt, aber er hat sich nichts mehr getraut und er wollte auch für mich irgendwo klein unterkommen. Meine Filme, das war ihm, der konnte überhaupt nicht, hat er kein Verständnis gehabt und hat gesagt, weißt du, er hatte immer seinen ungarischen Akzent, den hat er nie verloren und hat gesagt, ich wünsche mir einmal in der Kino und da kommen die Titel und dann steht zweite Regieassistenz Peter Kubelka. Das hat er sich gewünscht, also eine Eingliederung in was ganz Braves. Ne? Und das war sein Wunsch. Und was ich gemacht habe, dafür hat er nichts übergehabt. Und das war also für mich nicht leicht. Jedenfalls dann, mein Vater wurde also eingezogen, ich war in Taufkirchen, einem kleinen Ort, bei meiner Großmutter, ging ich zur Schule. Und da kamen dann so Nazi-Rekruteure, die Kinder für die Napola suchten. Das war diese Elitschule, die später für die Zuchtschulen herangebildet werden sollten. Der Hitler wollte ein deutsches Volk züchten aus blauäugigen, blonden Menschen. Und deswegen haben sie Frauen und Kinder haben sie gesucht und ich war blond und blauäugig und der ist gekommen und hat gesagt, du,
wie heißt du? Und dann kam ein Schreiben an mich, nicht an meine Mutter. Du hast dich am so und so vielten, um so viel Uhr in Scherding bei der Bezirkshauptmannschaft einzufinden. Meine Mutter hat sofort gewusst, dass da was kommt, und da war ich 9 Jahre alt und ist mit mir hingefahren, und dann haben sie mitgeteilt, dass ich ausgewählt bin, in die Napoler zu kommen, und nun musste meine Mutter eine Ausrede finden natürlich, und die gab es schon, weil ich schon zu den Sängerknaben zugelassen war. Ich hatte die Aufnahmeprüfung schon gemacht und musste nicht mehr in den Vorbereitungskursus gehen, den die Sänger, alle Zukünftigen, machen mussten mit 9 Jahren, und die Sängerknaben begannen mit 10 Jahren dann Internat. Und das hatte ich schon, konnte ich, also die Prüfung habe ich bestanden, weil ich ja schon mit Musik zu tun hatte. Und dann haben diese Napola-Leute das bewilligt, und ich bin zu den Sängerknaben gekommen. Das war also der Beginn. Und die Sängerknaben brachten für mich ebenfalls ganz große musikalische Erlebnisse. Und zwar hatte ich das Glück, dass damals der Leiter der Sängerknaben Ferdinand Grossmann war. Der war zu seiner Zeit, kann man sagen, der beste Chordirigent in Europa. Und der musste auch zur Partei gehen, um das also machen zu dürfen, war aber kein Nazi, war ein großartiger Mensch und Musiker, von dem ich sehr viel eben schon gelernt habe, eben, dass man nicht nur ein Musikviech ist, ein Musiktier, ne, der also spielt und schön spielt, sondern der hat auch gelebt, er war ein voller Mensch. Und die damalige Zeit war unglaublich fruchtbar musikalisch, weil keine Konzertreisen mehr möglich waren. Das war 1943, 44, 45. Und wir haben aber jeden Tag 4 Stunden geprobt. Vormittag 2, Nachmittag 2 Stunden. Und wir waren unglaublich gut. Also diese Kinder, 10 bis 14 Jahre, nicht? Wir konnten alles vom Blatt lesen. Das Niveau war sehr, sehr hoch, und da haben wir zum Beispiel Matthäus Passion gemacht. Ja. Und da habe ich diesen Genuss des Mittuns, Mitmusizierens kennengelernt. Ja. Das bringt mich, ich weiß nicht, ob es Ihnen recht ist, wenn ich jetzt gleich eine kleine Abschweifung mache in das, was ich Ihnen später dann sagen wollte. Die heutige Situation der Musik ist ja die, dass man nicht mehr singt, sondern man lässt singen. Ja? Man musiziert nicht selber, sondern man sitzt im Konzerthaus oder man hört zu. Also man ist zum reinen, tatenlosen Konsumenten geworden. Und das ist ein Sonderfall in der Musik, das ist nicht das Normale, das ist eine Verarmung der Situation für den Zuhörer. Ne? Und jetzt noch ein kleiner Umweg. Das habe ich auch mit Nietzsche besprochen, und das schätze ich zum Beispiel an der Musik von Nietzsche und an den Aktionen von Nietzsche, dass er eben das nicht gemacht hat. Später hat er sich natürlich also Kompromisse gegeben mit Opern und so, aber das Publikum hat mitgemacht. Ja, einer, der Straschan sitzt hier, der selber mitgemacht hat bei Nietzsche-Aktionen, ne? der das also bestätigen kann, dass dieser ungeheure Unterschied zwischen einer Situation, wo man so sitzt, nicht, und hört, oder man steht in der Matthäus-Passion im Alt und singt mit. Ja. Thank you.
Also, und das ist nämlich, das ist der Weg in die Wurzeln der Musik, da kommen wir dann später zurück. Ja? Dass also die Musik, ich nehme das jetzt voraus, mit Bewegung zu tun hat und dass man, und dass sie gar nicht existiert hat und nicht existieren kann, ohne dass das Prinzip der Bewegung. Ich habe jetzt, das war ein Umweg, also dieses große Erlebnis, profunde Erlebnis, das ich hatte beim Mitsingen bei der Matthäus Passion. Es gab natürlich andere musikalische Ereignisse auch. Ich habe auch weiterhin Klavier gespielt und natürlich war ich da selber Spieler, aber ich würde sagen, niemand, der das nicht selber mitgemacht hat, kann das Schildern, das Erlebnis, zum Beispiel bei einer Bach-Passion mitgesungen zu haben oder bei einer Nietzsche-Aktion dabei gewesen zu sein. Ja? Und da sind wir auch bei dem Prinzip des Nichtverbalen. Ja? Es geht eben nicht alles in die Wörter hinein, sondern nur sehr, sehr wenig. Ja? Die gesprochene Sprache wendet sich ja nur an, wenn ich zu Ihnen spreche, ich muss einmal die gleiche Sprache sprechen, die Sie sprechen, also nationenmäßig, und dann habe ich nur zur Verfügung das, was Sie sich schon eh denken, ne? Oder was Sie verbinden mit den Wörtern, mehr habe ich ja nicht. Ne? Die Sprache ist absolut ungeeignet, wirkliche Fortschritte in der Daseinsbewältigung zu schaffen. Ja, die kann nur so ein bisschen andeuten und wenn man es noch so gut macht, ja, aber das ist ein sehr, sehr unscharfes und eigentlich nur für ganz einfache Handlungen fähiges Medium. Ja. Dann, also musikalisch war diese Zeit für des Kriegsendes und vorher und nachher eine ganz, ganz wichtige, wo ich also sehr, sehr viel über Musik erfahren habe. Dann vielleicht nur noch auch eine wichtige Anekdote. Die letzten Wochen des Krieges verbrachten wir in einer Hungersnot in einem kleinen Tal in Osttirol. Hinterbichl hieß der Ort, am Fuß des Großvenediger. Und da waren wir 80 Sängerknaben mit Lehrern und es gab keinen Nahrungsnachschub mehr. Es gab 4 Bauern, die selber fast nichts zu essen hatten und die uns ein bisschen was gegeben haben, ein bisschen Milch, Erdäpfel und dann gab es also, einer hat Brot gebacken und das war eine richtige Hungersnot. Und dann ging der Krieg zu Ende. Und es kamen die Engländer und da gibt es eine für mich sehr prägende Episode. Es war noch stationiert eine kleine Garnison von SS-Leuten auf einer Almhütte hinter uns oben. Und dann gab es die Vlasov-Armee, das waren Weißrussen, die mit Hitler gekämpft haben. Und die dann wussten, dass sie sterben werden, wenn sie erwischt werden von Stalin. Und die nach Westen gezogen sind, mit Frau und Kind und Vieh. Und die sind in die Berge hinauf, in Osttirol. Und wir sahen Lagerfeuer oder Feuerschein in der Nacht. Und einmal ist ein kleines Pferd ins Dorf gelaufen, das man nicht einstufen konnte und so. Und dann kam, also irgendwie hat sich herumgesprochen, dass die Weißrussen sind da oben. Und dann hatten wir einen Nazi-Erzieher, der wollte, dass wir das Dorf bis zum Endsieg verteidigen im März 1945. Und er hatte eine Panzerfaust und ein MG und 2 Gewehre und ein paar Handgranaten. Und er hat uns bewaffnet und wir sollten das verteidigen. Und dann kam die Nachricht, es war auch ein Spion in dem Ort, ein Alliierter, der hatte ein Funkgerät. Und der wusste, dass die Engländer kommen werden. Und dann gab es also hat sich das Ganze, wie soll man sagen, wie eine Gärung, ist es durcheinander gegangen. Und dann haben sich alle Lehrer der Sängerknaben zusammengetan und haben den Nazi-Erzieher
ein SS-Mann, abgesetzt. Und er hat gesagt, er akzeptiert das, es bleibt ihm nichts über, aber wenn die erste Patrouille kommt, es gab damals diese SS-Patrouillen mit Beiwagen-Motorrad, und die sind herumgefahren auf der Suche nach Deserteuren oder irgendwelchen Verdächtigen, und die wurden sofort erschossen, ohne viel Federlebens. Weil zum Beispiel, wenn sie einen Soldat erwischt haben ohne Marschbefehl, wurde der sofort erschossen. Und der hat gesagt, wenn die SS-Patrouille kommt, werden alle Professoren und der Chef erschossen. Was wir natürlich glauben mussten. Und er meinte, dass die Engländer uns auch erschießen werden. Ne? Der ist dann geflohen und wir standen jetzt da mit diesen Nachrichten. Ja? Die Engländer kommen, erschossen werden wir, die Waffen hat er liegen lassen, ja? Die SS war oben. Und dann hat der Großmann gesagt, wir lernen jetzt englische Lieder und wir singen, wenn die kommen. Und die Englischlehrerin hat zwei englische Lieder gesungen für den Großmann, der sie vierstimmig gesetzt hat. Das eine war »My Bonnie Lies Over the Ocean«. My bonnie lies over the ocean, my bonnie lies over the sea, my bonnie lies over the ocean, oh bring back my bonnie to me. Das war ein Kinderlied. Und das andere war Home Sweet Home, ein Schnulze. Und das haben wir alles am selben Vormittag war das, ja, haben wir das gelernt. Wir waren also geschult darauf, schnell auswendig zu lernen. Der Großmann hat also instrumentiert. Der Gillisberger, der später auch ein sehr bekannter Chormusiker war, Dirigent vom Singverein in Wien, sein Schüler, hat es ausgeschrieben in Stimmen. Und wir haben also in eineinhalb Stunden oder was den Text und die vierstimmigen Satz gelernt von diesen beiden Liedern. Und dann hat die Englischlehrerin gesagt, jetzt zieht eure Lederhosen an und die weißen Stutzen und wir stellen uns auf und singen. Na, dann kam diese Zeit und dann hat man plötzlich gesehen, wie sich unten ein Zug heraufarbeitet, vorne ein Panzer, und dann noch Jeeps und hinten noch ein größerer Panzerspähwagen oder so mit Maschinengewehren. Und das waren die Engländer und die waren eigentlich da, um die SS auszuräuchern, gefangen zu nehmen. Und dann sind die gekommen und sind so ins Dorf reingefahren und vorne ist der Großmann gestanden und wir haben angefangen zu singen. My Bonnie Lies Over the Ocean und Home Sweet Home. Und dann haben wir wieder angefangen von vorn. Wir haben das immer gesungen. Und ich erinnere mich noch, für mich ist das wie ein Monument im Hirn. Alle diese Dinge, nicht immer verbunden mit Todesangst. Nicht? Weil es ja geheißen, wir wussten ja nicht, wie das wirklich ist. Ne? Und der Panzer war zu, mit dem Geschütz auf uns gerichtet. Ne? Wir sind vis-à-vis von der Brücke, der ist da gekommen. Und wir haben gesungen einfach, immer wieder. Dann ist er stehen geblieben, der ganze Zug. Und dann haben die offenbar telefoniert und haben sich halt Befehle geholt. Und dann ist die Luke aufgegangen und dann ist herausgekommen so ein 19, 20-jähriger Panzerführer mit einem Käppi auf, wie ich es noch trage, so eine Baskenmütze, die Panzermütze. Und dann sind die ausgestiegen und haben gar nichts gesagt und so, wir sind nicht erschossen worden und in den nächsten 10 Minuten waren wir schon auf dem Panzer drauf und haben gespielt und haben das Singen offensichtlich
nach unserer Ansicht hat uns das Leben gerettet. Also das war mein Erlebnis, dieses Begegnen einer Todesgefahr mit Singen. Und dann sind die Engländer draufgekommen, dass wir nichts zum Essen haben. Und dann haben sie später, also das lasse ich jetzt dann aus, die anderen Dinge, also die SS wurde gefangen genommen und die Vlassow-Armee wurde ausgeliefert. Also das war ein Kriegsverbrechen von Seiten der Engländer. Die haben ihnen zuerst versprochen, dass sie im Westen in Gefangenschaft kommen, hatten aber ein Abkommen mit Stalin von Jalta und mussten die an Russland ausliefern. Und haben die in Lienz, das ist eine Stadt, verladen in Viehwaggons und haben die nach Russland geschickt, wo sie alle umgebracht wurden. Aber ein wesentlicher Teil hat sich vorher selbst umgebracht. Und da haben die, da gibt es den Fluss, die Isel, der bei uns da vorbeigeflossen ist. Und da sind sie mit Frau und Kind in den Fluss und haben die Frauen und Kinder erschossen und dann sich selber und sind runtergeschwommen in Richtung Lienz. Ja. Also das war eine sehr schlimme Zeit. Oder für uns, mein Gott, schlimm, die Kinder sind ja nicht sentimental, aber ereignisreich. Ja. Wir haben dann ums Überleben gesungen. Also das heißt, die Engländer haben dann Lastwagen geschickt für Veranstaltungen, die sie hatten. Das waren Hochzeiten, zum Teil Geburtstage von Offizieren. Und da wurde immer ein Chor hinunter transportiert nach Spital an der Drau oder also weiter unten in Osttirol. Und wir haben gesungen und auch da haben wir in der Pause hat der Großmann zu den Offizieren und so gesagt, singen Sie mal was vor, ein Lied, das Sie gern haben. Der hat das vorgesungen, der Großmann hat es vierstimmig gesetzt. Wir haben es in der Pause noch auswendig gelernt und haben das dann haben das gesungen. Ja. Und damit sind wir dann schnell also, dort bekannt geworden und wir haben als Gegenleistung Pappendeckel, Schachteln, braune, braun-grau bekommen mit Keks drinnen. Und das war das Beste, was ich je gegessen habe, diese Keks. Ja. Und schon bei der Rückfahrt im dunklen Lastwagen wurde das verteilt. Die Hälfte für den Chor, der gesungen hat, und die Hälfte für zu Hause, für die zu Hause Verbliebenen. Also auch ein Beispiel für Kommunismus, ja, also dass man als Jagender es nicht gleich, es einem nicht gehört, weil man zu einer Gemeinschaft gehört, ganz wichtige Sache, ja. Und diese Keks habe ich dann später gesucht, weil ich wissen wollte, es sind da Jahre vergangen, nicht? Bis ich dann, also nachdem ich mehr als 18, 20 war, habe ich angefangen, nach diesen Keks zu suchen, nicht? Und habe alles ausprobiert, was es in England an Keks gibt, nicht? Und es war nicht zu finden. Und dann habe ich es gefunden und das waren die allerbilligsten Haferkeks für die Soldaten. Nicht? Das war so Art Sea Rations. Und die mir damals eben in dieser Hungersnot, das war das Größte und Schönste, was es gegeben hat. Und auch das haben wir ersungen. Ne?
an der Musikhochschule habe ich, da war ich dann 18, habe maturiert in Wels, in einer kleinen Stadt, und bin dann nach Wien. Aber schon nicht mehr, um Musik zu studieren. Den Gedanken, Musik als ein Instrument zu meinem Beruf zu machen, habe ich mit 17 aufgegeben. Mhm. Und ich habe mich damals eben dann schon für Film entschieden, sehr, sehr bald. Ja. Und bin dann mit großen Hoffnungen nach Wien und wollte also Film lernen. Und das war an der Akademie, die Filmschule, war damals eine Abteilung der Musikakademie. Und die war natürlich, wie soll man sagen, österreichisch, provinziell, reine Nachwuchs für übelsten Spielfilm. Und ich war dort eigentlich nur in der Opposition, aber nicht einmal das. Ich war der Jüngste und wurde nur ausgelacht und war halt dort hauptsächlich, um meiner Mutter zu trösten, dass ich also nichts mache. Und bin aber während dieser Zeit, war ich Mitglied dann des Akademie-Kammerchors. Das waren ehemalige Sängerknaben, die nach 1945 weitergesungen haben. Es wurde nämlich Grossmann, weil er Parteimitglied war, entlassen. Die Sängerknaben wurden restituiert an den Rektor Schnitt, hieß der. Der hat die Sängerknaben nach dem Ersten Weltkrieg übernommen, hatte der sie übernommen und hat sie zu einer sich selbst erhaltenden Kitsch-Truppe umgeformt, so wie sie heute noch sind. Die Sängerknaben und die Lipizzaner, das sind so. Also die Sängerknaben machen keine gute Musik. Nicht? Die haben ein gewisses tourismusfähiges Programm mit zwei A Cappella-Stücken am Beginn. Dann kommen andere Sachen mit Klavierbegleitung, was ja schrecklich ist. Ein Chor mit Klavier, ja, das ist, gehört zum schlimmsten, den schlimmsten Auswüchsen der Musikgeschichte. Und dann kam eine kleine Oper, wo die wiederum an die Homosexualität sich wendet, weil die Knaben die Mädchenrollen spielen. Das war immer sehr beliebt bei einem Teil des Publikums. Und der Schluss waren dann immer Wiener Walzer, also Blaue Donau und so. Und alle Stücke waren so, also zum Beispiel am meisten gehasst habe ich Ave Verum von Mozart, ja. So ein Stück, das praktisch nur aus Terzen besteht, nicht? Richtig grauslich, so wie Schlagobers mit Schlagobers und Zucker. Und also die Sängerknaben waren musikalisch nach der Nazizeit kein schönes Erlebnis mehr. Ne? Und ich habe dann noch mein Sohn wollte auch meine Mutter, die Sängerknaben so liebte, ne? Hat dann darauf bestanden, dass mein Sohn auch dorthin kommt. Und der wurde dann auch musikalisch ruiniert durch die Sänger. Also bei mir ging es nicht, weil ich eben, wie gesagt, das Glück hatte schon vorher. Und dann während der Nazizeit war dieser glückliche Zufall, nein, ein Irrtum, dass sie gerade diesen guten Kapellmeister erwischt haben, den sie eingesetzt haben, die Nazis selber. Ne? Aber der war musikalisch eben wirklich wunderbar. Gut, jetzt war die Akademie, da war der Akademie-Kammerchor, ein hervorragender Chor, gemischter Chor. Und später habe ich dann angefangen, also ich habe nie ganz aufgehört natürlich, mich mit Musik zu beschäftigen. Und bin dann auf die alte Musik gestoßen, die also ja erst seit kurzem erst aufgeblüht ist. Das waren, sagen wir, in den 50er Jahren, da waren noch die Pioniere der alten Musik, wie der Arnoncourt, der aber nicht sehr weit zurückgegangen ist. Ja, der hat sozusagen das Spätbarock und die Frühklassik erobert, aber er hat schon gearbeitet mit den
Erkenntnissen, die ausgegangen sind, also ich weiß nicht, da sind Sie ja selber sehr, sicherlich sehr gebildet, wie das gegangen ist. Zuerst waren im 19. Jahrhundert, also die Musik vor Bach war ja wie vergessen. Dann kam die Eroberung der Partituren durch Leute wie Riegel und also deutsche Musikwissenschaftler, die mal die Notationen gelesen haben und transkribiert haben. Dann kamen die Engländer, die gesagt haben, und zwar das war William Morris, der ist geboren 100 Jahre vor mir, 1834, der ein ganz großer, für mich ein sehr großes Vorbild war, der auch eben für alles sich interessiert hat. Wie kann man denn nicht? Ja? Er war bahnbrechend für die Wiederentdeckung der alten Weberei, also Handwerk. Und es war seine Idee, dass man die alte Musik erst verstehen wird können, wenn man sie mit alten Instrumenten spielt. Ja? Denn die Musik existiert immer nur im Zusammenspiel mit allen notwendigen Geräten oder materiellen Bedingungen, die zur Entstehung geführt haben. Ja. Da gab es dann in Paris Queneau und Nadia Boulanger, die haben alte Musik aufgeführt, aber mit Klavier und so. Und das ist rührend, wenn man das hört. Und das, die alte Musik ist dann ein kleines Nichtserl. Und dann hat der William Morris hat dann beauftragt, die Familie, da gab es Dolmetsch, die englische Familie Dolmetsch, die haben die ersten Gamben gebaut. Da gab es einen alten Dolmetsch, Arnold, die ersten Gamben mit Bünden und eben, da gab es plötzlich den geraden Ton. Nicht das verfluchte Vibrato war einmal überhaupt erkannt als Gift und wurde durch die Bünde beseitigt. Und dann natürlich auch, dann ging es los. Nicht? Dann hat man also dieser Gedanke, dass man eben alte Instrumente braucht, nicht aus Nostalgie, sondern als essentiellen Teil. Ne? Und dann haben Leute angefangen, die Instrumente zu bauen. Und dann hat man plötzlich gesehen, wir brauchen ja die Musiker, die das spielen können. Und dann mussten die Musiker erzogen werden, die diese Instrumente spielen können. Denn was man vorher geglaubt hat, das war, da gab es eine deutsche Bewegung mit der Blockflöte, ja mit einer falschen Griffweise, sogenannte deutsche Griffweise, die es nie gegeben hat. Und die hatten so ein Konzept, dass die alte Musik eben einfach war, das kann man gleich. Nicht? Und dann kam die Erziehung von Leuten wie Brüchen in der Blockflöte, Leonhard Cembalo. Und interessanterweise, wo wurden die erzogen? In Wien. Da gab es einen Herrn Wenzinger, der später nach Amerika gegangen ist. Und der war der große Pionier der ausgeübten alten Musik, der in Wien nicht anerkannt wurde und so. Er hat schon wohl unterrichtet, der hat auch den Hanoncourt unterrichtet. Ja. Und da begannen dann plötzlich Leute, alte Musik zu spielen, die keine alten Nazi waren, sondern die Virtuosen waren und die das... Ich meine, die Virtuosität ist natürlich ein fragliches Ding, aber die hat es auch damals schon gegeben, nicht? Und wie? Nicht? Also Monteverdi ohne Virtuosentum ist ja nicht zu machen. Ne? Und dann plötzlich hat die alte Musik gelebt. Es hat 100 Jahre gedauert. Ne? 1850 bis 1950 ungefähr. Ja? Und ich habe mich dann entschieden, ich will das ernstlich noch studieren und konnte dann unterkommen bei den
Meisterschülern von Brüchen. Brüchen war der Erste, der die Blockflöte wirklich als Virtuoseninstrument wieder zum Sprechen brachte. Und der hatte zwei Meisterschüler, Van Hauwe und Kees Boeke. Walter Van Hauwe und Kees Boeke. Die hatten auch mit Brüchen zusammen ein Ensemble, das hieß Sour Cream. Und die waren beide also Großvirtuosen und nicht nur das, sondern auch eben hatten die alte Musik verstanden. Und bei denen habe ich dann studiert. Diese Entspezialisierung, das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt in meinem Leben gewesen, dass ich eben gesagt habe, ich will nicht ein Filmmacher sein oder ich will auch nicht also irgendetwas. Ich bin ein Mensch, ich bin ein neugieriger Mensch. Ich habe oft versucht, mich selber zu definieren und habe das aber nie, dafür habe ich keinen Ausdruck gefunden. Aber das Wort Entspezialisierung passt da irgendwie also als negatives Unterscheidungszeichen. Und ich habe dann eben gesagt, ich bin zwar Filmmacher, denn über Film habe ich denken gelernt. Und das bleibt mir. Und ich mache auch, Film ist meine Hauptdisziplin. Von der ich immer wieder, auf der ich fest sitze und auf der ich immer wieder ausgehe, aber ich will nach allen Seiten, ich bin ein Menschentier und alles, was mir als solches zur Verfügung steht, das will ich nach eben Wünschen meines Herzens betreiben. Und das war, wie ich nach Amerika kam, das war 1966. Und das heißt, ich hatte vorher nie Vorlesungen gehalten oder Vorträge und ich wollte auch nicht. Ich war sehr schon schockiert durch
durch das Unverständnis, das meine Arbeit gefunden hat, und ich habe auch Dinge vernichtet aus meiner Arbeit, Partituren. Und in Amerika plötzlich fand ich junge Leute, die wollten Dinge erklärt haben. Ja? Und ich fand auch eine Tradition vor an den Universitäten, diese sogenannten Lectures, das kommt aus Amerika. Und das hat eine interessante Vorgeschichte, nämlich das Preachertum. Ja? Das kommt auch aus der Religion. Genauso wie die Ivy League-Universitäten, das waren ja Priesterseminare. Nicht? Also Princeton, Harvard, das waren Nachwuchs für Priester. Ja? Auch die Archäologie ist aus dem Klerus, französischen Klerus geboren. Nicht? Die ersten Archäologen waren Priester. Ja? Natürlich keine guten Priester, aber bessere Priester. Ne? Eben die das begriffen haben. Ne? Und dann habe ich mit meinen Filmen sehr früh einen großen Erfolg in New York gehabt, 1966. Und dann folgten plötzlich Einladungen, da gab es eine spezielle, ich gehe da nicht länger drauf ein, nach Harvard im Rahmen einer sehr prestigeträchtigen Veranstaltungsreihe, wo sie von jedem Gebiet die damals anerkanntesten Leute in Amerika eingeladen haben. Und da haben sie für Film mich eingeladen. Poesie war Muriel Rukeyser eingeladen, eine Frau, die eine sehr wichtige Dichterin war. Jedenfalls, das war eine tolle Sache. Und ich war völlig überrascht. Und die haben gesagt, sie müssen eine Lecture geben. Und ich habe gesagt, ich mache keine Lectures, habe das noch nie gemacht. Da haben sie gesagt, ja, Lecture oder das Ganze geht nicht, sie müssen Lecture, kommen Sie früher. Dann haben sie mich 14 Tage vorher eingeladen und ich habe mich eingesperrt. Sie haben mir ein Townhouse-Wohnung gegeben und ich habe mit niemandem geredet die 14 Tage und habe nur gedacht, was habe ich. Ich habe gedacht, es ist meine erste und letzte Lecture. Und da habe ich gedacht, was sage ich jetzt in dieser einen Lecture? Ne? Und ne, dann kam das und das war im Carpenter Center. Das ist so ein Corbusier-Gebäude war das. Und das war schon, da war eine riesige Menge von Leuten, die haben das nach außen übertragen und es war ein riesiger Erfolg. Und von da an plötzlich war ich Lecturer. Und dann erhielt ich Fragen natürlich. Dann haben die Leute, und da musste ich den Film verteidigen als eine echte, nicht imitative Kunstgattung. Ja? Also nicht eben verfilmte Inhalte, verfilmte Romane, verfilmtes Theater. Ja? Die Silbe ver ist mir da also einmal aufgefallen. Ne? Und um das zu tun, musste ich mein Rüstzeug verbessern. Und habe dann gemerkt, dass ich völlig ungebildet bin für dieses Niveau und habe eine Reedukation angefangen. Also ich habe dann, das war noch später, mit 45 habe ich noch Altgriechisch angefangen, weil mir das mein Vater verwehrt hat wie früh. Und dann habe ich mich eben eingehend mit Musikgeschichte befasst und so weiter. Aber es war natürlich auch eine pragmatische Sache, denn wenn man da mal anfängt, dann kommt man darauf, dass ja alles zusammenhängt. Yeah. Das hängt alles zusammen. Ja? Und sagen wir, es gibt in der Musiktradition oder in der Kunsttradition dieses alte Schlagwort Gesamtkunstwerk. Ja? Und das wird völlig falsch versucht zu erreichen, nämlich aus lauter Einzelteilen. Die bleiben dann die Einzelteile. Der eine ist Musiker und das und so. Und das ist gar nicht richtig, sondern die einzelnen Medien, wie man es nennen will, Disziplinen, die hängen sowieso zusammen. Ja? Und auf das kommt man in dem Moment, wenn man lebendig sich interessiert für die Dinge, dann merkt man einfach mit dieselben Prinzipien für Musik und für Malerei und für Bildhauerei.
Und ich habe das dann eben auch noch, wichtig ist auch, dass man das Detail vertieft. Das, mit dem meine ich, dass ich wirklich angefangen habe, professionell zu spielen, also wirklich zu üben und bei den besten Lehrern, das habe ich mir immer ausgesucht, also immer nach dem besten Lehrer suchen. Und weil der schlechtere Lehrer, der macht nicht nur nichts, sondern er macht das Gegenteil. Ja, der desinformiert. Nicht? Es gibt nichts, kein größerer Musikzerstörer als der Nachbar, als der Cello-Lehrer, die Nachbarin, die gut Cello spielt und die das Kind unterrichtet, billiger. Ne? Das ist schon vernichtet. Ja? Und ich habe mir da die besten Leute ausgesucht und bin dann auch nach Amsterdam gefahren, beziehungsweise nach Italien, weil der Case Buke sich dort angesiedelt hat, in Pitigliano, eine Zeit lang war er dort. Und da habe ich einfach immer wieder, alle 14 Tage bin ich dann nach Pitigliano gefahren und habe dort Stunden genommen und habe geübt und habe sozusagen, und habe auch Blockflöte ist mein, ich habe auch Doppelrohrinstrumente gelernt, also Krummhörner, Schalmein gespielt, und aber alte Instrumente. Und da hat mich eben fasziniert, diese Ursprünglichkeit der Tonerzeugung, die direkt mit dem Loch und dem Finger zu tun hat. Nicht im Saxophon hat man also Klappen dazwischen, in der oder Klarinette sind Klappen dazwischen. Und bei der Flöte hat man das Rohr und die Rohrlänge, die benutzt wird, ist maßgeblich für die Tonhöhe, ganz einfach. Ne? Und man kriegt also dadurch auch zur Musik, die man macht, eine viel direktere Beziehung, als wenn der Ton aus unbekannter Ursache entsteht, weil der Finger da, wo er gar nicht hinkört, eigentlich da eine Klappe drückt. Ne? Ja, und dann habe ich angefangen in Amerika, wie ich eben dann engagiert worden bin von Hochschulen zum Unterrichten, entweder für semesterweise oder für kompakte Seminare, habe ich von Anfang an instinktiv das Kochen immer verbunden. Noch nicht theoretisch, aber ich habe am Schluss immer gekocht und das war also völlig nicht verbal, ja. Einfach diesen Studenten, die also Film und im Auge hatten, plötzlich was hinzustellen zum Essen und schauen. Ne? Und dann eben Musik. Das Ensemble habe ich erst gegründet, glaube ich, 1980. Ich habe es genannt Spatium Musicum aus verschiedenen Gründen. Also Spatium Raum, Musicum kommt von den Musen, ja. Und also ich wollte einen tatsächlichen Raum verändern, indem er plötzlich musisch wird, weil drin was erklingt. Außerdem ist die Flöte, ist die alte Musik eine Innenraummusik, die braucht die Reflexion. Nicht? Dann der Zeitraum ist auch ein den Musen geweihter Zeitraum, nicht von 6 bis 8. Ja? Und dann, also für mich ist auch sehr wichtig, noch immer, auch in einem normalen Konzert, dieser Augenblick, wenn der Dirigent den Stab hebt, ja, und bis er ihn senkt, läuft die banale, pragmatische Zeit ab. Ja, man sitzt halt Wetter und so. Und wenn er ab jetzt, ja, jetzt geht's los. Und wenn der erste Klang erklingt, ja, ist alles verändert, ja. Dann lebt man in einem anderen Koordinatensystem, in einer anderen Welt. Nicht? Das ist das, was ja die Musik, diese Eigenschaft der Musik, die niemand wirklich, also
erklärt hat. Nicht? Man hat immer nur mit Schmeichel oder mit preisenden Wörtern die Musik erklärt, was das ist. Nicht? Die Musik ist wirklich etwas, was einem in eine andere Welt versetzt. Nicht? Was die Leute, die nicht geübt haben, mit Drogen versuchen. Muss man übrigens auch üben, weil sonst geht es einem schlecht. Ne? Ja, also dieses Jetzt und dieser Raum, Zeitraum, ja, also physischer Raum, Zeitraum, bis es aus ist, ja, ist das Spatium Musicum. Ja. So habe ich das, also deswegen habe ich diesen Titel gewählt. Weil alle anderen Ensemble ein Programm gemacht haben, das mir nicht zusagt. Ich wollte genau bestimmen, was gespielt wird und warum. Das heißt, ich habe schon in meinen Programmationen dieses Prinzip gehabt, dass nicht das einzelne Musikstück dasteht, nicht? Wie es alle Orchester machen, das Stück und dann das Stück und das Stück. Und es hat nichts miteinander zu tun. Nicht? Höchstens, dass man am Anfang spielt man ein weniger populäres und dann ein sehr populäres und dann kommt was Leichtes. Nicht? Also so, das ist das Musikleben. Nicht? Was im Augenblick übrigens so grauenhaft, wie wenn Sie jetzt ins Konzerthaus gehen, die Konzerte dort, das ist grauenhaft. Ja? Das ist reine Music Light. Das gibt es einen Schlagzeuger, der heißt Grubinger, ne? Das sind alles Virtuosen, die können unglaublich schnell spielen. Aber sie spielen für ein Idiotenpublikum, nicht? Für der das nichts spürt und nur Bravo rufen will, ist furchtbar. Ne? Aber gut, das geht mir nichts an. Jedenfalls, ich wollte von Anfang an die Stücke bestimmen, aber nicht mehr das. Ich wollte ja nie ein reines so ein Konzert spielen, wo die Leute hingehen, zahlen und sagen, ja schön was. Ne? Sondern ich kann Ihnen ein Beispiel geben, vielleicht konkret. Ich habe mir Musiker gesucht, ich hatte Stammmusiker, zwei, die aus derselben Familie waren und aus derselben Gegend kamen. Die Familie heißt Derschmidt, stammen aus der Wels-Gegend Oberösterreich. Der Vater von denen war ein alter Nazi, aber ein guter Nazi. Das heißt, er war für Blut und für Boden und für die Bauern und für die Volksmusik und war ein großartiger Musiker. Und der ist im Oberösterreich herumgefahren und hat die alte Musik katalogisiert und aufgenommen. Er hat die Leute es vorsingen lassen, hat es aufgeschrieben, die Texte aufgeschrieben, hat es nach Hause und hat es herausgegeben. Also er war einer, der man kann gar nicht dankbar genug sein, der das bewahrt hat vor dem Vergessenwerden. Ne? Und damals gab es keine Aufnahmegeräte, es ging nur über den Umweg, über sein Gehirn und die Hand, also er hat es niedergeschrieben. Das war der alte Derschmidt. Mit dem war ich sehr gut befreundet. Der hatte auch diese Gabe, aus jedem sozusagen unmusikalischen Menschen Musik herauszubekommen. Ja? Der konnte Leute sagen, komm her da,
sing mir was. Und das war Musik. Ja. Und dessen Söhne, der hat alle seine Kinder zu Musikern gemacht, nicht zu Rennpferden, sondern jeder hat ein Instrument, hat 7 Kinder, jeder hat ein anderes Instrument ausgesucht. Die Verpflichtung war 1 Stunde üben pro Tag. Und damit kann man zwar kein also Konzertsolist werden, aber man kann solide Musik machen. Und die zwei besten von denen, mit denen habe ich dann, die habe ich in meinem Ensemble, also Walter Derschmidt und Ulf Derschmidt. Walter Derschmidts Instrument war Cello, Ulf Derschmidt Fagott. Dann beide konnten Doppelrohrblasinstrumente spielen und beide konnten singen. Und nun, das war mein Ziel, waren wir eben nicht spezialisiert auf einen gewissen Stil. Also das heißt, was wir ausgelassen haben, war eigentlich die Klassik. Alles, was nach Bach war, bis alles, was vor Schönberg war. Schönberg haben wir dann wieder gespielt und Hauer haben wir gespielt. Josef Matthias Hauer, ja, einer für mich sehr wichtiger Mann. Ja, sehr wichtig. Der also weit unterschätzt ist und von dem ich das Beispiel bringen will. Der Hauer hat eben, also wenn wir ein bisschen jetzt in die konkrete Musik gehen, ja, sagen wir, und zwar über die Bedeutung der Musik, eines Musikstücks, ja, so haben wir die, in der tonalen Musik der letzten 1000 Jahre, haben wir eine Grundtonart, ja, von der aus ein Weg beschritten wird und in die wieder zurückgekehrt wird. Das heißt, diese Urregel, wenn du in C-Dur anfängst, musst du in C-Dur wieder aufhören. Ja? Und warum ist das? Ja, was ist das? Mir hat das niemand erklärt. Also meine Erklärung ist, dass die Musik ja Bewegung, eine Bewegung ist, eine Reise. Ja? Vom ersten Ton an, bam, bam, geht die Reise los. Ja? Da sind wir jetzt gleich bei den Intervallen und ihrer Bedeutung. Das heißt, die ganz einfach sagen die Intervalle an sich schon etwas aus. Und zwar, wir haben die Rufquart hinauf. Das ist das Intervall des Aufbruchs. Din dam, hinaus in die Ferne. Stimmt bei den Liedern sogar mit dem Text immer überein. Hinaus in die Ferne, um 15 Kreuzer Speck und so weiter. Dann die Heimkehrquinte, ja, in die man hinreist von der Grund. Da, ri, 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 ri. Und jetzt ist dam, ist mein kleines Tiroler Dorf. Ja, dam, 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 dam. Und jetzt gehe ich auf den Hügel hinauf und gehe dann wieder heim. Ungleiche Brüder. Kein erwarb ein Schloss, Abels Erdgeschoss, kein fuhr mit dem Bus, Abel ging zu Fuß. Kein die Nacht durchwachte, Abels Tagwerk machte. Kein schlief mit den Schwestern, Abel war von gestern. Kein aß Hirsch und Has, Abel kaute Gras. Kein trank Bier und Wein, Abel Wässerlein. Kein zog an Zigarren, Abel schwere Karren.
kein Name Kokain, Abel sah man knien, kein zu lachen wusste, Abel weinen musste. Kein ward alt, uralt, Abel starb schon bald. Das ist tatsächliche Musikaussage, ja, die spürt jeder so. Dim, bam, jetzt bin ich da, ja, was mache ich denn? Na, ich kann nicht mehr heimgehen, ja. Also die Heimkehrquinte und dann die Rufterz, ja. Hani, Hani, Seppal, ja. Dara, Dara. Wobei, also sich ja von dem hohen Ton zum niedrigeren die Schwingung verlangsamen. Ja? Also man könnte nicht sagen, hinaus, hinaus, ja? Mhm. Komm her, komm, da, da, da. Also die Intervalle haben an sich schon sinnliche Überredungen. Ja? Also es ist, man kann sie auch anders verwenden, aber in dieser tausendjährigen Geschichte ist natürlich an Delikatesse alles Mögliche erfunden worden, in diesen Wechseln von Tonarten und so weiter. Ne? Wobei es auch diese Zerstörung gibt, die gleichschwebende Stimmung an der alten Musik verursacht hat. Ja? Also das heißt, wenn ich Schubert, ja, in das tue, nach Werkmeister spiele, ja, dann ist das was. Dann weiß ich, warum ich es nicht in C-Dur spiele. Ja. Wenn ich in der gleichschwebenden Stimmung irgendein Tonart spiele, wozu? Wozu brauche ich das Dur? Klingt dasselbe, ist genau dasselbe. Ja. Die Das-Dur ist ja nur dann in gewissen Akkorden so geil und so reibt sich so, weil es diese nicht gleichschwebende Stimmung hat. Mhm. Ne? Und das wird also völlig ignoriert. Ja? Das ist eine Vergewaltigung der alten Musik. Die Leute tun nur so, nicht? Auch der Nietzsche hat davon keine Ahnung. Ja? Der sagt, ich weiß nicht, C-Dur, G-Moll, aber das ist ja ganz wurscht. Ja? Das ist heutzutage kann alles in C-Dur sein. Das braucht keine. Ich meine, die Gegenüberstellung, ein C-Dur-Akkord und ein G-Moll-Akkord, reibt auch heute noch. Aber ein Stück in einer anderen Tonart zu schreiben, ist weg. Ne? Und wenn man jetzt die alten Stücke spielt in D-Dur, gleichschwebend, nur dann ist es langweilig. Ja? Und außerdem für jeden, der kein Tasteninstrument spielt, für jeder Sänger oder Geiger, ja, oder Geiger, aber Gampenspieler, ja, ist ja beleidigt über der grauenhafte falsche, grauenhaft falsche Intervalle, die heutzutage, also das Klavier produziert. Klavier ist ein grausiges Instrument, ne? Nur möglich, wenn man nicht gescheit, wenn man so virtuos spielt und so halt diese Modulationen und ohne dass man wirklich die Intervalle mehr genießen kann. Ja? Also eine reine Quinte, ich habe zusammengestellt einmal meine Antworten, wenn es, also natürlich mit Ironie, dass ich gestorben bin und komme jetzt zum Bericht in den Himmel und dann kommt der Gottvater und sagt, na wie war's, was waren die schönsten Sachen, ne? Dass ich dann sage, naja, natürlich Sex, das darfst du aber nicht wissen. Aber dann kommt schon die reine Quint. und also,
Und Klavier gibt es keine reine Quint. Nicht? Weil die muss geopfert werden, damit die Terz stimmt. Ja. Ne? Oder auch nicht stimmt, aber damit sie erträglich ist überhaupt bei einer gewissen Modulation. Das heißt, die Musikgeschichte ist auch, so wie die Kriegsgeschichte, eine Geschichte von Gemetzeln, die immer stattfinden und wo immer Sachen vernichtet werden, nicht zugunsten der Neuen. Ein Singer da, der auf sie nervt, grimmer, der auf sie's Herz alle ans Fressen und den Schnurrbart abbeißen und die Nosen fahrt, ihrem Hofstaat, denn ich sah ja wirklich fad, dem Wandschöli wird, stand's ja nimmer so gut. Also bei meinem Ensemble war das Schöne, dass wir singen konnten, ja, natürlich ohne Instrumente, und damit ist man schon in der pythagoreischen Stimmung. Ja. Ja, und wenn man, und wir haben von der Gregorianik an, ja, über die Notre-Dame-Schule alles gemacht, Dufay, Machaut, gesamte alte Musik, und dann haben wir eben Hauer und Schönberg. Und jetzt bin ich bei meinem Beispiel, das ich Ihnen bieten wollte. Und das Gute war eben, dass wir denselben Dialekt gelernt haben, als Muttersprache, oberösterreichische Dialekt. Und dass wir singen, alle singen konnten. Ne?
Und jetzt konnte ich in einem Programm zwei Stücke kombinieren. Und zwar einen Jodler, der heißt Eupera. Und das ist ein ganz einfacher Jodler, der nur mit der Quint in der fünften Stufe arbeitet. Und zwar Grundstufe, da geht man in die fünfte und man kommt wieder zurück. Also dieses Prinzip, wie ich es gerade erklärt habe, in die Heimat. Ja, man macht von der Heimat einen kleinen Ausflug, schaut zurück in das kleine Dorf und geht wieder heim. Ja. Und jetzt kann ich daran die Erkenntnis vom Hauer sagen. Der Hauer mit seiner Zwölfton, mit dem Zwölftonsystem, hätte man ihn gefragt. Ich habe ihn übrigens noch kennengelernt. Persönlich? Ja. Allerdings habe ich mit ihm kein Gespräch geführt. Ich habe ihn nur im Kaffeehaus, aber das erzähle ich Ihnen, ja gut, kennengelernt. Der Hauer hat gesagt, meine Heimat ist nicht das Tiroler Dorf, von dem ich ein bisschen hinaufgehe in die fünfte Stufe und wieder runterschaue und wieder heimgehe. Meine Heimat ist der Kosmos. Ja? Das ist die Aussage der Zwölftonmusik. Wenn man sagt, da haben wir jetzt das Stück, in welcher Tonart ist denn das? Da sagt er, das ist ein Zwölftonstück. Das hat keine kleine Heimat. Die ganze, alle Zwölftontöne sind die Heimat. Ja? Das ist die Aussage vom Hauer. Und er war übrigens Verteidiger der gleichstufigen Temperierung. Weil die Zwölftonmusik eigentlich ist nur möglich dank der gleichstufigen Temperierung, weil es gibt eine Gleichberechtigung aller Intervalle. Natürlich. Es ist etwas höchst artifiziell, wenn man will. Und es ist, wie ich vorher sagte, alles falsch nach Bad Pythagoreischen, aber nach dem Hören auch. Ja. Aber beim Hauer hat es eine Berechtigung, weil er erkauft damit diese kosmische Heimat, die überall gleich ist. Ja, das erkauft er damit. Schönberg auch, aber beim Hauer ist das mehr klarer ersichtlich. In diesem kosmischen Sinne, weil er meinte, dass die gleichstufige Stimmung bereits bei den alten Chinesen bekannt war. Vom Theoretischen her ist der Hauer viel überzeugender wie der Schönberg. Und der Schönberg vor allem ist ein Musikant. Ich weiß nicht, ob Ihnen da dieses Wort Schimpfwort. Für Hauer war das ein Schimpfwort. Der hat gesagt, Sie sind ein Musikant. Ja? Kein Musiker, sondern ein Musikant. Und der Schönberg
Und ich muss ehrlich sagen, also beim Schönberg gefallen mir die musikantischen Stücke wie der Biolinaire oder die Verklärte Nacht viel besser wie die späteren. Viel besser, ja. Während beim Hauer, und der Hauer wird leider falsch gespielt, immer, und zwar er wird von Musikanten gespielt, die ihn musikantisch interpretieren. Ja. Und das ist furchtbar. Den Hauer muss man spielen wie eine Orgel. Ja. Den muss man spielen, also nicht nur gleichschwebend temperiert, sondern auch dynamisch gleichschwebend. Ja. Sonst ist es ja nicht kosmisch. Die Planeten, die bewegen sich auch nicht sentimental oder mit Ritardando oder Diminuendo. Ne? Sondern das ist eben das Wesen der Sphärenmusik, dass es reguliert ist, wie eine Architektur. Ja? Das haben wir bei meinen Filmen, und also meine Filme habe ich immer als Architektur gesehen, die metrischen Filme. Ja? Adepa Schwächer, der Arnulf Reiner. Und das war auch dann, also wie ich es immer sagen, deswegen hat mich der Hauer so dann berührt. Die Anekdote, wie ich ihn kennengelernt habe, in einem Kaffeehaus in der Albertgasse, wo er immer hingegangen ist, und da war ein blinder Musiker am Pianino, der dort gespielt hat. Und zwar der furchtbar gespielt hat, nicht? Also der so Wiener Lieder gespielt hat oder so. Da di da di da di di am blam blam blo. Und also ein richtiger Musikant, nicht? Und der kannte aber den Hauer, und der Hauer ist dort immer hingegangen und hat, es war wirklich rührend, also der Hauer war ja zu Ende seines Lebens überhaupt nicht geschätzt oder bekannt und gar nichts, nicht? Und war aber, er wusste, wer er ist, und er hat immer gesagt, wo ich bin, ist das Zentrum der Musik. Und wenn sie mich nach Dachau schicken, das war das KZ für aufmüpfige Künstler und so, wenn sie mich nach Dachau schicken, ist in Dachau das Zentrum der Musik. Also er hat ein starkes Selbstbewusstsein gehabt, und aber keinerlei Anerkennung. Nicht? Und an dem Abend, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe im Kaffeehaus, ist er gekommen mit einer kleinen Partitur, die neu herausgekommen ist bei Doblinger. Das waren diese blassgrünen, mit schwarz bedruckten Partituren, immer gleich, sehr schön, von einem 12-Ton-Stück. Und das hat er dem blinden Musiker gezeigt, ist ja auch nicht möglich gewesen, weil der ja nichts gesehen hat. Nicht? Aber er hat ihm gesagt, schauen Sie, das ist jetzt neu rausgekommen, der Doblinger, und der Musiker hat gesagt, ja, Herr Professor, der war ein Verehrer von ihm, nicht? Ist interessant. Und dann hat der Hauer gesagt, na, Sie spielen heute wieder sehr schön. Und der hat gesagt, aber nein, aber Herr Professor, ich spüre nicht schön. Und es war so eine gegenseitige Tröstung von zwei Erfolglosen, also à la longue war der Hauer ja nicht erfolglos, oder doch, ich meine, der Hauer ist ja weit unter seinem Wert geschätzt heute. Waren diese zwei da in dem Kaffeehaus, das war so rührend für mich, ne? Wie sie sich gegenseitig getröstet haben. Nicht? Und, oder wie auch der Hauer sich bestätigen ließ von diesem armseligen, blinden Pianinospieler. Ja? Das war sehr, sehr, sehr eindrucksvoll. Also Matthias, was hast du Neues geschrieben? Neues? Uralt! Das Entdecken des 12-Ton-Gesetzes war nur ein Bewusstwerden einer in mir schon bestehenden Tatsache, einer geistigen Realität. In der 12-Ton-Musik ist alles da, was das Wesen der Musik überhaupt ausmacht, nämlich Melos, Harmonie und Rhythmus.
Das Entscheidende an der Arbeit mit einer 12-Tonreihe ist daher das Lesen können ihrer organischen Gesetze. Ich zeige also meinen Schülern nur den Weg, wie man die psychophysischen Voraussetzungen dafür schafft. Das ist mir deshalb möglich geworden, weil ich mein Werk vollenden konnte. Ich habe in meinem ganzen Leben nur ein Werk geschrieben, das Zwölftonspiel. Da ist ja das letzte Werk. Ja, ich habe viel Werke geschrieben. Aber das ist nämlich wirklich das einzige Werk. Nämlich, ich habe nämlich in der Zwischen, beim Klavier habe ich nämlich diese Engführung nicht bringen können, oder? Ja. Das habe ich aber das wunderbar. Und dann ist jetzt oben die Violine, das ist die erste Geige, und unten ist das Cello. Und da sieht man dann deutlich immer, was man halt früher Thema genannt hat. Du weißt ja, Themen gibt es ja nicht. In der Musik gibt es keine Themen. Ein Thema gibt es nur im Ideologischen, im Sprachlichen. Nicht wahr? Ja. Aber in der Musik gibt es kein Thema. Die Musik wächst so wie eine Blume. Nicht wahr? Das Thema ist nicht ganz, das ist kein Thema, sondern das ist eine Hauptstimme, kann man es nennen. Nicht wahr? Sagen wir, ein Cantus Firmus, wie man es früher genannt hat. Und das ist nämlich jetzt ein Werk, das also restlos alles enthält, was man sich überhaupt denken kann. Alles ist da. Alles. Das ist wunderbar. Da ist auch alles drin, was einmal jemals geschrieben worden ist. Nicht wahr? Alles ist drin. Das harmonische Band. Das ist harmonische drin. Band. Das war, also ist alles so, dabei so streng. Streng ausdrucken. Dabei trotzdem fest. Das ist ja doch ein Tanz, weil das kann ja getanzt werden. Ja. Wunderbar. Ja, das ist eine farbige Geschichte, nicht wahr? Die wollen ja gar nicht konstruiert. Wenn einer so konstruiert, ich bin ja konstruiert.